Ich wurde schon einige Male gefragt, wie man Sauerkraut und andere Fermente auch ohne Salz machen kann. Jetzt, wo ich das entsprechende Equipment habe, kann ich auch drinnen einigermaßen mit guter Qualität Aufnahmen machen. Von daher habe ich mich jetzt mal rangemacht, mir die Zeit genommen, meine Mom auch mir noch dabei unterstützt und wir haben zusammen Sauerkraut gemacht. Diesen Sauerkraut habe ich mit Spitzkohl und Rote Beete gemacht. Im Grunde kann man mit allen Kohlsorten Sauerkraut machen. Einige geben beim Pressen mehr Wasser ab, andere weniger. Allerdings ist das jetzt hier weniger relevant. Rote Beete haben wir noch als Zusatz genommen, damit die Mikroben bei der Fermentation noch etwas Zucker zum Umsetzen haben. Für gewöhnlich nehmen zum Beispiel meine Eltern, wie sie es gelernt haben, Karotten und ein bisschen Äpfel. Die roten Beeten werden geschält, soweit es halt geht, wegen den Unebenheiten. Da nehmen wir halt dann ein Messer zur Hand und schneiden diese halt raus. Schaut euch diese schönen Farben und Musterungen der verschiedenen roten Beeten an. Dann wird alles schön klein und fein in Streifen gehobelt, damit eine größere Oberfläche entsteht und die Mikroorganismen mehr Platz haben zum Umsetzen. Währenddessen habe ich ein paar Blätter vom Spitzkohl beiseite gelegt. Diese dienen dann zum Schluss dafür, dass das fein geschnittene Gemüse unter Wasser bleibt. Nachdem die rote Beete fein gehobelt wurde, ging es nun den Spitzkohl an den Kragen. Zuerst wird dieser halbiert. Schaut euch auch diese schöne Musterung an. Jeder Kohl ist da einzigartig, wie bei uns Menschen mit dem Fingerabdruck. Geviertelt und ab hier mit dem Messer kleine feine Scheiben geschnitten. Schaut schon fast aus wie Pasta. Nun ist die rote Beete und der Spitzkohl fein geschnitten und das kommt jetzt alles hier in dieses 10 Liter Einmachglas. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Einmachglas, weil man damit viel und auf einmal fermentieren kann. Schichtweise kommt der Kohl und die rote Beete rein, werden ein bisschen durchgemischt und dann noch etwas zusammengedrückt, damit so weniger Freiräume wie möglich entstehen. Jetzt noch zum Abschluss das zurückgelegte Blatt obendrauf. Und dann kommen die eigenen effektiven Mikroorganismen rein. Circa 750 ml habe ich hier reingekippt und den Rest dann mit Wasser aufgefüllt. Ich habe hier dampfdestilliertes Wasser genommen, du kannst aber auch gefiltertes Wasser nutzen. Es ist sehr wichtig, dass alles unter Wasser bleibt, damit alles unter Luftabschluss vor sich hin fermentieren kann. Denn in einem luftdicht verschlossenen Milieu können auch die Milchsäurebakterien gut arbeiten und die Schimmelbakterien können sich nicht so gut vermehren. Woher kommt dir eventuell das Ganze bekannt vor? Ganz genau vom Bokashi. Das Sauerkraut lasse ich jetzt für einige Wochen lichtgeschützt vor sich hin fermentieren. Je wärmer der Ort ist, desto schneller geht die Fermentation vor sich. Und bei meinen Eltern ist es halt so, die tun dann schon nach 3 Tagen dann mal probieren, wie das Sauerkraut für sie schmeckt. Die wollen es halt nicht ganz so sauer haben. Je länger du es halt hinauszögerst, also Wochen fermentieren lässt, desto säurehaltiger oder säureschmeckender wird es. Und da kommt es dann auf dich drauf an, wie dein Geschmack auch ist, weil da verändert sich auch die Konsistenz. Also so harte Pflanzenteile werden etwas weicher, aber dennoch knackiger. Und so weiche Komponenten, wenn du jetzt zum Beispiel Tomaten fermentieren würdest, die müssen nicht so lange fermentieren, weil die dann komplett zu Matsch werden. Wie du schon bemerkt hast, habe ich ja kein Salz genommen. Das wird ja auch unter anderem dafür genommen, damit sich halt jetzt die schlechten Bakterien nicht so schnell ausbreiten können, weil das Salz weniger Effekte auf die Milchsäurebakterien haben. Also geht es halt mehr darum, zum Beispiel Schimmelbakterien einzudämmen und es ist halt hier so ein Sicherheitsfaktor, damit die Fermentation auch wirklich zu 100% gelingt. Bei den anderen Vorteilen, die Salz zugeschrieben werden, zum Beispiel, dass es ein Geschmacksverstärker ist, einmal ein separates Video dazu gemacht, verlinke ich dir auch hier oben. Und da habe ich auch, gehe ich in dem Video die einzelnen Mythen vom Salz mit ein und tue auch hier die Studienbriefe von der Naturalhygiene
mit einbeziehen. Ich selber lebe schon seit mehr als 7 Jahren komplett salzfrei. Wenn du dennoch Salz nutzen möchtest, dann empfehle ich dir hier ein qualitativ hochwertiges Salz, also hier so ein Steinsalz oder ein Meersalz und nicht so ein raffineriertes oder jodiertes Salz. Direkte Beigabe zum Kohl ungefähr 1 bis 2 Gramm pro Kilogramm Salz hinzugeben. Oder wenn du eine Salzlake machst, dann kannst du dann ungefähr 3 bis 5 Gramm nutzen. Wichtig ist auch, dass dir die Gläser nicht um die Ohren fliegen. Bei der Fermentation wird auch CO2 frei. Das heißt, es entsteht auch ein gewisser Druck in den Gläsern. Das heißt, schau, dass die Gläser nicht komplett zugedreht sind, wenn du am Schraubdeckel hast. Weil sonst kann es dann wirklich passieren, dass dir die Gläser zerreißen. Und wenn du jetzt zum Beispiel so einen Bügelverschlussdeckel hast mit so einem Gummiring, da hast du dann überhaupt gar keine Probleme. Da wird dann das Gas einfach so entweichen. Neben den Kohlblättern kannst du auch Traubenblätter als Abdeckung nutzen. Die haben dann nochmal zusätzliche Tanninen, die halt nochmal ein knackigeres Erlebnis im Sauerkraut sorgt. Die Fermente sind auch etwas einfacher verdaulich, weil sie ja schon durch die Mikroorganismen vorverdaut werden. Ja. Aber wenn du noch nie Sauerkraut gegessen hast, bitte langsam beginnen, dann da muss ich auch erst dran gewöhnen, sonst kommen halt hier unschöne Nebenwirkungen. Zum Schluss noch ein kleiner Funfact, weil ja mal gesagt wird, Sauerkraut hat ja so viele Vitamine. Also Sauerkraut hat nicht mehr Vitamine als ein herkömmlicher Kohl. Ist halt immer sehr viel Marketing mit dabei, auch dass zum Beispiel Sauerkraut als Superfood bezeichnet wird. Wenn ich mit so einer Aussage zu meinen Eltern gehen würde, die würden mich auch erstmal komisch anschauen und meinen, was habe ich denn überhaupt geraucht, damit ich solche Aussagen denn überhaupt sage, weil für die ist es einfach nur Sauerkraut, haben sie früher immer im Winter gemacht. Ist nichts Besonderes. Bro, what are you talking about, man? Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen und selbst beim kreativen Austoben. Man kann ja so viel fermentieren, theoretisch gesehen alles, was dir in so einen Sinn kommt. Manches eignet sich halt mehr, manches weniger. Wer nicht unbedingt eigenes Sauerkraut herstellen möchte, weil er vielleicht nicht die Platz hat oder nicht die Zeit, der kann auch mal bei mir beim Shop vorbeischauen. Der kann dann hier zum Beispiel Sauerkraut von mir bestellen. Sonst, wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Schreib mir auch unten in die Kommentare, was du denn schon alles fermentiert hast, welche du dich kreativ darauf ausgetobt hast. Und wenn du noch nicht genug hast, hier an der Seite findest du noch 2 weitere spannende Videos.